So, willkommen zurück zu FTW Infinity. Ich habe endlich eine neue Festplatte und habe nun auch die Möglichkeiten, dieses Zeug. Na, eigentlich verändert die Festplatte nichts, abgesehen davon, dass ich viel mehr aufnehmen kann. Aber es ist natürlich schön, dass man mehr aufnehmen kann. So, schon viel besser. So, die letzten Folgen haben wir unser Energiesystem neu gemacht und haben, warte mal, wie viel habe ich die Hose noch? Ja. Und haben Zeug gemacht. Die haben wir gemacht. Genau, die Ender Chest. So, was wir jetzt natürlich machen werden, ist, wir werden uns eine Provider Pipe nehmen, die die Kohle aus der Ender Chest providet. Einen Aqueous Akkumulator für die Engines, für die Wasserversorgung. Und natürlich die Steam Dynamos, die wir haben. Und dann brauchen wir noch die Quarry. So, hallo Quarry. Irgendwas läuft, was unglaublich Ressourcen frisst. Ich weiß noch nicht was. Da wird doch mal gerade geguckt, was frisst Ressourcen. Ja, das, wäre auch nicht. Sehr interessant. Irgendwas frisst Ressourcen und ich weiß nicht was. Mit Ressourcen meine ich, guckt auf die FPS, die schwanken wie Sau. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Warte, habe ich die Ultraschäler drin? Ah, okay, ich habe die Ultraschäler drin. Dann nehmen wir die Standard, die tun es ebenfalls. Ah, schon viel besser. Befriedigt. So, jetzt brauchen wir aber noch zwei Supply Pipes. Supplier, dort die beiden. Und ein paar normale Pipes. Und ein paar Waterproof Pipes. Liquid? Nein. Fluid Pipes. So. Und das wäre es nicht. Ich brauche noch irgendwie eine Abmessung. Okay, müssen wir uns noch kurz welche bauen. Und Stick. Ja, 1, 2, 3. Na, 2 reichen eigentlich auch. Ich brauche ja bloß ein Viereck. Dann brauche ich noch Lapis. LA, geht doch. So. Zack, das war's. Jetzt habe ich alles, um die Query aufzusetzen. So, wir haben noch Tag. Na doch. Fangen wir mal an. So, die Query setze ich am besten irgendwo dahin, wo man es verkraften kann, wie zum Beispiel hier mitten im Meer. Es gibt dann zumindest ein kleines Loch, aber jetzt nichts unglaublich groß Gravierendes. Nehme ich mal an. So, also. Unser erster Fackelblock ist hier. Zack. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich 30 Blocks nach hier mache. Und ja, ich habe mir überlegt, ich mache so. Ja, was mache ich eigentlich? So 30 mal 30, irgendwie sowas. Noch zum Schief gehen. Boah, meine FPS gerade auf 28. Leco mio, was geht ab? Ach, ich habe schon viel zu viel verbraucht, ne? Oh, Pyramiden. Gut, machen wir hier. Und Abmarsch. Mann, das wird eine große Query. Das wird fürs Erste ein bisschen was an Erzen geben. Warte mal, jetzt habe ich 38, 34, 32, 36. Merkwürdig. So, Viereck. Warum? Ich wollte sagen, warum laufe ich da drum? Ja, das geht, das Viereck. Ist jetzt nicht das unendlich große, aber groß genug. Ich habe noch nicht alles aufgesetzt, merke ich gerade. Denn ich brauche natürlich noch Energiepipes plus ich brauche noch
Auf mir hinten brauche ich noch einen Filter für die Item Ducts, die ich natürlich noch hinbauen muss, damit ich einen Filter habe, dass der alles rauszieht, abgesehen von der Kohle. Ach komm, ich habe doch nach, kann ich auch machen. Ach, ist da ein Zombie drin? Ich weiß es nicht, da ist ein Zombie drin. Cool. Glaube ich zumindest, dass da ein Zombie drin ist. Aber der stirbt nicht. Hm. Na egal. Item Ducts. So, Item, da haben wir so. Plus ein Item Filter, den ich mit Holzkohle auf die Whitelist setzen muss. Habe ich einen Input? Nee. Na, dann bräuchte ich noch einen Input irgendwie. Import. Schon wieder. Was haben wir? Okay, kein Pisten. Einmal Importbus. So. Ich habe auch noch keine Chest. Och, come on. Das wollte ich nicht. CH. Gut, dass man das zumindest abmachen kann. So, komm hier hoch. So, da sind die Chests. Und, naja, nein. So, hier ist dann ein Itemfilter. Extract alles außer, nee, das ist die Blacklist. So. Ich glaube, wenn ich das jetzt auf Whitelist stelle, dann... Ne, always active. Dann habe ich... Weil das hier natürlich kein Insert ist. Aber er wird es inserten, also okay. Mit der Blacklist eben nicht mehr. Okay, gut. So, das funktioniert. Dann wird hier jetzt ein Port draufgeschraubt. Zusammen mit... Nein, zusammen mit dem hier. Aber ich brauche da noch ein Speed-Ding. Weil das wird die Query garantiert übertreffen. Card habe ich keine mehr. Okay. Wie baue ich die nochmal? Autsch, das hat schon wieder wehgetan. Ich habe gleich keine Diamanten mehr. So, alles importen. Die Kohle bleibt da drin. Dann muss ich jetzt... Ich brauche noch Energiepipes, wie gesagt. Dann nehme ich die Standarddinger für. Dann gehen wir jetzt mal schlafen. Ich kann überlegen, soll ich 2 oder 3 nehmen? Ja, 2 sind 160. Maximum, wie das Ding läuft, ist mit 600 und ein paar zerquetschten. Nicht so das Wahre. So, damit wären wir hier. Die Energiepipes kommen nach hier. Moment. Ich habe nur Standard-Cobble-Pipes, die sollten aber gehen. Ja, doch, die gehen. Moment, so. Dann die beiden. Nach hier und hier. Das war schon wieder so klar, dass sie das nicht machen. Das Wasser. Dann den Aquarius-Akkumulator da rein. Wasser nimmt er, ja. Dann brauche ich die Chest. Die magische. Supplier. Das muss so rein. Die Provider, die packe ich nach...
Ja. Gut, dass ich Kohle mit habe. Sonst hätte ich ja so eine Kohle herholen müssen. Nee, hätte ich nicht. Ach, ich hab die dort Dingens bei. Das war das Falsche. Ich habe keine Energie hier. Sei verflucht gehören. Okay, eine Junction brauchen wir. Rote Junction Pipe, aha, interessant. Okay, ich habe keinen. Das hier, nein. Das hier, so, so, so. So, so, so. Okay, das habe ich dann auch. Ich brauche ein klein wenig Anfangsenergie für das Vieh. Gott sei Dank bin ich mit dem Jetpack ein klein wenig schneller, als ich hätte, als ich sein muss. So, das sollte funktionieren. Ich hoffe einfach mal. Und es funktioniert. Okay, da sollte vielleicht noch zwei rein. Full. Full. So. Okay. Das ganze Ding läuft jetzt erstmal. Wieso? Ah! Ich hab's mal wieder da hingepackt, wo es nicht hingepackt werden darf. Ach, verfluchte. Nein! Gut, packen wir das Ding woanders hin. Wieso gehen die Items oben raus? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Naja, egal. Keine Zeit dafür. So, das Ding steht wieder, dann muss ich mich jetzt mal hier drum kümmern. Besser? Nee. Wieso nicht? Was zum verfluchten F funktioniert hier nicht? Habe ich hier irgendwas verpasst oder was? Oh, warte mal. Nur eine ganz, ganz, ganz blöde kleine Idee, die ich gerade im Kopf entwickle. Was passiert, wenn ich genau das mache? Moment. Das hier darf so nicht sein. Muss ja auch nicht. Wenn ich das so habe, funktioniert das ja auch ohne. Dann noch das so sein. Oh nee, ne? Na gut, dann eben auch nicht so. Dann tun wir die Chest eben daneben.
Besser. Besser. So, funktioniert's? Scheint fast so. Ah. Hä? Ich muss sagen, er hat die Kohle doch nicht mit rausgebeamt. Hat er aber. Okay. Ah, da war gar nichts. Okay. So. Jetzt sollte das Ganze aber funktionieren. Läuft. Die läuft auch. Ja, okay, das Ding hier ist natürlich nicht wirklich voll. Ich glaube, ich hole mir noch ein drittes. Und ein viertes. Also von den Steam Engines, weil der Speed da hinten, der ist gerade zum Einschlafen. Oh Gott, ich muss den Chunkloader ein bisschen erhöhen, weil ich habe die Query Arsch weit weg stehen. Okay, noch da woanders hingestellt. So, also, hier ist eine Baumfarm. Die Query ist ein Stückchen weiter. Ich hoffe nicht, die bleibt wieder stehen. Das wäre äußerst kacke. So, stelle ich die mal nach. So, hier. 10. Na, 10 nicht unbedingt, aber 8 fürs Erste. So, wie weit geht das? Hä? Ach so, außerhalb des Gebietes. Ich sehe es nicht, aber ich dürfte glaube, dass das bis hinter die Dingens geht. Ja, dass das hier jetzt funktioniert. Das mit der Baumfarm funktioniert. Super. Dann würde die Query nämlich auch laufen und wir alle wären glücklich. So, dann muss ich mir jetzt noch ein paar Dingsbums holen. Dingsbums eben. Engines, genau, noch ein paar Steam Engines. Steam Dynamo. So. Dafür brauche ich natürlich auch noch ein paar Copper Gears, möglichst die richtigen. Danke. 1, 2, 3. Oh, das reicht. Hä? Hä? Hallo? Ah. Danke. Ich glaube, irgendetwas oben auf der Farm ist es, was mich unglaublich verlangsamt. Vielleicht die vielen Blätter. Kommt der nicht hinterher, oder? Idle? Wieso idle? Oh. Hä? Habe ich hier was verpeilt? Es ist ein... Hä? Aber da ist doch alles da. Oder einfach nicht? Nee, der transportiert es nicht raus.
Ach, das ist jetzt merkwürdig. Ich muss mal unten gucken. Das ist jetzt sehr, sehr merkwürdig. Wieso der da nichts macht? Okay, jetzt wird's legen. Das ist klar wie Kloßbrühe. Aber das ist noch nie vorgekommen. Irgendwas habe ich da übersehen. Irgendetwas ist nicht so, wie es sein soll. Die Frage ist, was funktioniert hier nicht? Also ich würde bald mal sagen, von der Seite hier sollte es alles funktionieren. Komm, noch ein bisschen. Boah, 16, 20, 19, Alter. Respekt, das saugt gerade richtig. So, hier sind wir jetzt. Mit 10 FPS. Und ohne Verständnis, wieso das nicht funktioniert. Wenn ich sage ohne Verständnis, dann meine ich auch ohne Verständnis. Weil alles ist da, alles was sein muss. Das Kabel ist angeschlossen, der Importbus. Das ist auch alles dran. Ah, hier kommen auch keine Zepplinge rein. Irgendwo habe ich bestimmt irgendwas verpeilt und ich sehe es nicht. Nee. Das hier ist alles richtig. Hier ist alles okay. Hier ist auch alles okay. Doch, alles super. Er nimmt es aber trotzdem nicht. Und die Drives, die sind alle leer hier. Ich verstehe es nicht. Also hier ist alles dran, hier sind 3. Er ist dran. Ist auch dran. Ist auch dran. Versucht's. Nichts. Okay. Bis wo muss ich denn gehen, damit wieder ansatzweise was funktioniert? Weil hier funktioniert's. Ob der ganze Ding nicht mehr funktioniert? Das wäre jetzt natürlich sehr interessant. Ah, hier scheint auch nichts zu funktionieren. Gar nichts. Der hat einfach keine Lust zu funktionieren. Irgendwas mag der einfach nicht. Wo ist er hin? Hallo? Ah, hier ist er.
Und davon. Was zur Hölle? Funktioniert. Jetzt sag mal, was hier nicht funktioniert. Der eben mal über die gespeist. Was zur Hölle? Ich sehe einfach nicht, was hier nicht funktioniert. Ich sehe es nicht. Bei mir wird hier alles funktionieren. Aber es tut es nicht. Okay, machen wir es gerade mal manuell, damit wir zumindest dieses total behinderte Feld weg haben. Hint ist doch, oder? Doch, dann nimmt er. Ich meine, der braucht nicht mal das Capacity Upgrade, der kann irgendwie so funktionieren. Drin. Wait, what? Hier steht Device Missing Channel. Hier? Device Online. Hä? Wieso Device Missing Channel? Ich verstehe es nicht. Immer noch Device Missing Channel. Wieso ist denn da kein Channel? Das würde ich jetzt mal unheimlich gerne wissen. Was ist an diesem Importbus anders als an dem da hinten? So. Ich bin einfach mal so blöd, ne? Immer noch Device Missing Channel. Hier auch Device Missing Channel. Wieso? Jetzt hier auch Device Missing Channel. Device Online. Das kann doch nicht sein. Was ist hier kaputt? Hier weiter unten ansetzen oder was? Nur noch Device Missing Channel. Also ehrlich, das wirkt mir gerade irgendwie zu doof.
So, Input. Den Input habe ich. Und du gehst jetzt auch kaputt. Jetzt mache ich es mir richtig doof. Ich werde jetzt einfach mal hier so mitten rein. Die Chess ballern. Na? So, hier. Und an diese Chest werde ich diesen Applied Ener Device offline. Okay. Ist noch kein Problem. Und Device Missing Channel. Nichts. Habe ich irgendwas verpeilt? Na, okay. Da werde ich dann in der nächsten Folge mit weitermachen und mir mal den Kopf drüber zerbrechen. Ich werde jetzt mal nachlesen, was zur Hölle das ist. Eventuell ein Bug oder so, weil ich kann es mir anders nicht erklären. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dato euch noch ein schönes Spiel und bye bye.